Das 6920 Endgerät ist ein Tischtelefon, das eine schnelle Anrufabwicklung ermöglicht. Bevor Sie Ihr Telefon zum ersten Mal benutzen, muss Ihr Systemadministrator einige wichtige Funktionen konfigurieren. Schauen wir uns Ihr 6920 Telefon einmal genauer an. Ihr 6920 Telefon wird mit einem schnurgebundenen Handapparat geliefert. Neben dem Hörer befindet sich ein Softwarebildschirm. Es handelt sich nicht um einen Touchscreen. An der Seite und an der Unterseite befinden sich physische Tasten, die den auf dem Softwarebildschirm angezeigten Wörtern entsprechen. Viele der Aufgaben, die Sie mit Ihrem Telefon ausführen, werden über diese Tasten erledigt. Der Softwarebildschirm verfügt über eine Symbolleiste mit Statussymbolen für eine Vielzahl von Funktionen, darunter Status Ihrer Netzwerkverbindung, Voicemail anzeigen, Indikatoren für verpasste Anrufe, Status der Bluetooth-Verbindung und Ihre Nebenstellennummer. In der Mitte des Bildschirms befinden sich die auf Ihrem Telefon verfügbaren Tasten. Die Tasten können sein: Ihre primären Telefonleitungen, zusätzliche Leitungen zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen und allgemeine Merkmale wie Kurzwahlen ausführen. Das Navigationsrad wird verwendet, wenn eine Liste von Optionen und Pop-up-Fenstern auf dem Bildschirm Ihrer Software angezeigt wird. Klicken Sie auf das Navigationsrad, um eine weitere Seite mit Tasten anzuzeigen. Es gibt insgesamt 6 programmierbare Tasten, also insgesamt 12. Die Soft-Keys am unteren Rand des Bildschirms ändern sich, je nachdem, was Sie mit dem Telefon tun. Wenn Ihr Telefon im Ruhezustand ist, stehen Ihnen die Tasten Hot Desk und Wahlwiederholung zur Verfügung. Die Wahlwiederholung ruft die auf dem Bildschirm angezeigte Nummer an. Mit Hot Desking können Sie sich selbst dem Telefon mit Ihrer Durchwahl zuweisen. Bitte sehen Sie sich unser zusätzliches Video an, um zu erfahren, wie Sie die Hot Desk-Funktion nutzen können. Unterhalb des Softwarebildschirms befinden sich die Tasten auf beiden Seiten der Wähltastatur. Auf der linken Seite befinden sich folgende Tasten: Kontakte. Hier haben Sie Zugriff auf Ihre geschäftlichen und persönlichen Kontakte sowie, falls integriert, auf Ihre Mobiltelefonkontakte. Anrufliste. Hier werden alle eingegangenen, betätigten und verpassten Anrufe angezeigt. Falls integriert, werden hier auch Ihre Mobiltelefonanrufe angezeigt. Voicemail ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ihre Voicemail-Box. Sie können Ihre Sprachnachrichten über ein aufgezeichnetes Voicemail-System abhören. Einstellungen. Hier können Sie Ihr Telefon so konfigurieren, dass es optimal für Sie funktioniert. Unter Einstellungen finden Sie Optionen wie Konnektivität, Audioeinstellungen, Anzeigeeinstellungen, Sprache und Bluetooth. Und Lautstärkeregelung. Hier können Sie die Lautstärke des Klingeltons und des aktiven Audiopfads, zum Beispiel des Hörers, einstellen. Auf der rechten Seite befinden sich folgende Tasten: Anruf beenden. Damit können Sie jeden Anruf beenden, unabhängig von Headset, Freisprecheinrichtung oder Hörer. Wahlwiederholung: Wählt den letzten Anruf erneut. Halten setzt einen Anruf in die Warteschleife. Stummschalten schaltet Ihr Gespräch stumm. Und die Umschalttaste für Lautsprecher und Headset. Mit dieser Taste können Sie zwischen der Freisprecheinrichtung und dem Headset wechseln. Auf der Rückseite des Telefons finden Sie 5 Anschlüsse. Der Stromanschluss,
Der Stromanschluss wird benötigt, wenn die Stromversorgung über das Netzwerkkabel nicht möglich ist. Netzwerkanschluss. Dieser Anschluss stellt die Internetverbindung für Ihr Telefon her. Computeranschluss, der verwendet wird, um das Netzwerksignal durch das Telefon zu leiten, wenn die Netzwerkanschlüsse in einem Büro begrenzt sind. Headset-Anschluss, der zum Anschluss von kabelgebundenen Headsets dient. Höreranschluss, der den Anschluss eines kabelgebundenen Hörers ermöglicht. Und ein USB-Anschluss. Dieser Anschluss wird für Headsets von Drittanbietern und die Bluetooth-Freisprecheinrichtung MyTele 720 verwendet. Über diesen Anschluss wird die Freisprecheinrichtung mit Strom versorgt. Für den Betrieb mit dem 6920-Telefon ist weiterhin eine Bluetooth-Verbindung erforderlich.